Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gelobt sei Jesus Christus, gelobt sei die Jungfrau Maria, seine Mutter und auch unsere Mutter. Liebe Brüder und Schwestern, in der rabbinischen Weisheit sagt man Folgendes. Wenn du ein Gebot übertreten hast, gegen ein Gebot verstoßen hast, dann hast du gegen alle Gebote verstoßen. Wie soll man da herauskommen? Heute lesen wir im Evangelium bei Matthäus im 5. Kapitel zu Beginn der Bergpredigt, wie Jesus 9-mal sagt, glücklich oder selig, selig, selig sind die, zum Beispiel die Trauernden, denn sie werden getröstet werden. Selig sind die arm sind vor Gott und die Verheißung Gottes, die dazugehört, ihnen gehört das Himmelreich. Selig sind die Barmherzigen und die Verheißung, sie werden Erbarmen finden. Und so weiter. Liebe Brüder und Schwestern, ich bin von Folgendem überzeugt. Wenn wir Gott um eine Gnade, um eine Seligkeit aus diesen Seligkeiten, Seligpreisungen bitten, dann wird er uns sie alle schenken. Aber fang an damit, um eine Seligkeit zu bitten. Ich verrate euch jetzt nicht mein Geheimnis. Ich habe mich angezogen gefühlt von einer Seligkeit und dann habe ich gesagt, Herr, lass diese Seligkeit, diese Gnade, die Gnade dieser Seligkeit in mir wachsen. Und jetzt, nach so viel Zeit, kann ich sagen, ja, da ist etwas passiert, da wächst etwas. Aber nicht nur diese Seligkeit ist in mir gewachsen, die anderen fangen auch an mitzuwachsen. So ist es mit dem Wort Gottes. So ist es, wenn wir Gott wagen, darum zu bitten, dass er uns etwas schenkt. Und diese Seligkeiten, da dürfen wir ganz gewiss sein, die sind so von Gott stehend sozusagen bereit. Darum dürfen, ja darum sollten wir auch bitten, damit wir in unserem geistlichen Leben wachsen. Wachsen in das Herz Gottes hinein, dass wir Frucht bringen in unserem Leben, eine Frucht, die Gott verherrlicht, an denen auch die Menschen Freude haben und wir als Erste Freude haben, weil wir merken, wie Gott an uns, in uns und auch durch uns wirkt. Und möge der Herr uns heute die Freude schenken, in ihm und durch ihn zu wachsen, in seiner Freude, in seinem Licht zu leben, im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Uns allen einen gesegneten Tag. Selig, selig, selig.